Zeigen, wie ich an die Sache rangehe und auf was ich achte, beziehungsweise was ich bei so Erkundungstouren erfahren möchte. Ich bin unterwegs im Naturpark Ötschertalmeier und man sieht ihn zwar jetzt nicht, aber mein Ziel ist es, eine neue Aussicht oder einen neuen Blickwinkel auf den Ötscher zu finden. Den Platz, was ich mir auf der Karte ausgesucht habe, ist mehr für Sonnenaufgang als für Sonnenuntergang geeignet. Und das Wichtigste, was ich bei meinen Erkundungstouren immer mit habe, ist eine Uhr, denn ich will ganz genau wissen, wie lange brauche ich vom Auto bis zu meinem Fotopunkt. Damit ich weiß, wie lange vorher muss ich weggehen, dass ich rechtzeitig bei der Location ankomme. Den Ötscher habe ich schon so oft fotografiert und ich habe zwei, drei Plätze eigentlich, die was ganz in Ordnung sind, also eine hervorragende Aussicht ist. Ich habe die Gewohnheit, dass ich immer wieder dieselben Plätze aufsuche, und was im Prinzip nicht schlecht ist, denn ich habe keine Ahnung, wie oft ich schon bei diesen Plätzen war für Sonnenaufgang, und ich habe eigentlich nur zwei, drei Bilder, die was wirklich perfektes Licht waren, perfekter Sonnenaufgang. Also es hat schon was, dass man einen und denselben Platz immer wieder aufsucht. Allerdings nach den ganzen Jahren, wenn man denkt, es ist einmal Zeit, irgendeinen anderen Platz einmal zu finden und schauen, ja, was Besseres gibt, aber zumindest einmal was anderes. Und auf dem Weg machen wir es jetzt. Thank you.
Also hat da jetzt ein bisschen länger gedauert als für 45 Minuten. Denn ihr dürft irgendeinen Abzweig versäumt haben. Jetzt bin ich eigentlich komplett woanders lang marschiert und ich bin da jetzt von dieser Richtung raufgekommen und es war ein ziemlich steiler Schneehang und das hat mir jetzt einiges Zeit gekostet. Ich habe mir aber schon mal umgeschaut und ich glaube, ich habe jetzt den richtigen Weg gefunden und den werde ich noch zurücknehmen. Die Zeit muss ich halt noch beim Rückweg nehmen und ein bisschen was draufrechnen. Aber ja, die Aussicht da herum ist fantastisch. Ich bin jetzt beim Hochstadelberg und die Aussicht am Ötscher ist fantastisch. Es ist ein sehr, sehr guter Spot. Ja, das einzige Problem, das einzige Problem, was ist, was mir nicht so gut gefällt, ist, die Kuppe oben ist zwar weiß, aber unten runter ist eigentlich der ganze Schnee schon weg. Jetzt, ich hätte eigentlich gehofft, ein bisschen mehr Schnee da zu sehen. Ich glaube, das ist eher was richtig für den Winter ist, wo da das Umland mit Schnee bedeckt ist. Denn, aber man muss schauen, wie es bei Sonnenaufgang ausschaut. Vielleicht schaut es ja gar nicht so schlecht aus. Ich werde es definitiv probieren. Und zwar muss das noch im Frühjahr passieren, bevor noch an der Ötscher auch schneefrei ist. Denn der Ötscher im Sommer ist nicht wirklich fotogen, weil das ist mehr oder weniger noch ein grauer Fels. Und der wirkt einfach nicht. Also der Ötscher ist wirklich ein Berg, den man nur mit Schnee oder beziehungsweise im Winter fotografieren kann, denn da ist er am interessantesten. Aber ja, es ist ein sehr guter Platz da. Also wird definitiv mehr Sonnenaufgang geplant. Ja, der erste Punkt, was ich erwähnt habe, war eben die Zeit nehmen. Ich leide jetzt ein bisschen in die Hosen gegangen. Der zweite Punkt ist, wann man den Fotoplatz erreicht hat. Was ebenfalls ist sehr, sehr wichtig war, dass ich beim zweiten Mal, wenn ich in der Dunkelheit noch raufmarschiere, dass ich noch weiß, wo ich entlang muss, dass ich mir dann noch in der Dunkelheit verlaufe. Der zweite Punkt ist, ich werde mir jetzt die Zeit nehmen und eine Bildkomposition suchen, dass wenn ich noch zeitig da raufkomme, wo es noch finster ist, dass ich da noch nicht den Stress habe, mir irgendeine Bildkomposition zu suchen. Das heißt, ich möchte dann da ankommen und meine Kamera aufbauen und dann eigentlich auf das Licht warten. Ich werde allerdings noch eine kurze Pause einlegen, werde ein bisschen die Aussicht genießen. Dann werde ich meine Kamera schnappen und werde schauen, wie man den Berg da am schönsten in Szene setzt. Um ehrlich zu sein, recht viele Möglichkeiten hat man nicht. Einen Vordergrund in dem Sinn kann man nicht verwenden, denn es sind zwar Bäume direkt da, aber das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich werde einen sehr engen Ausschnitt vermutlich wählen und naja, die dunklen, schneefreien Felder wahrscheinlich wie aus dem Bild halten. Ja, wie gesagt, ich mache noch eine kleine Pause, bevor ich mich an die Arbeit mache und dann werden wir eine Bildkomposition suchen. Herrlich. Ich habe einen ganz interessanten Punkt gefunden. Ich habe es erst mal in 24,5 probiert, ist nicht schlecht. Ich glaube, es ist ein bisschen zu kurz. Ich werde jetzt nur das 70-200er probieren, wie das ausschauen wird. Ich bin ein bisschen zu weit vom Berg entfernt, dass ich da einen schönen Bildausschnitt kriege. Schauen wir mal, wie sich das mit dem 70-200 so. Wir haben jetzt das Stativ geholt und werden wir noch ein Bild machen, beziehungsweise zeige ich euch
den Bildausschnitt, den was ich festgelegt habe für den Sonnenaufgang. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie gut dass man das jetzt sehen kann. Das Sonneneinfall ist jetzt ziemlich stark. Aber ja, das ist im Prinzip mein Bildausschnitt, was man jetzt am Display nicht so gut erkennt. Unten verläuft noch ein Grat, den habe ich so angelegt, dass er links unten beginnt und sich diagonal durchs Bild zieht. Ich hoffe, wenn der Sonnenaufgang soll von dieser Richtung kommen. Und ich hoffe, dass man den Vordergrund ganz nett ausleuchten wird, dass das nicht so dunkel am Bild noch erscheint. Aber ja, das ist im Prinzip mein Kompensator. Nichts Besonderes, aber ich hoffe auf einen interessanten Sonnenaufgang. Das heißt, wir müssen den Wetterbericht studieren und beobachten und den richtigen Zeitpunkt dann feststellen, wann ich dann zum Sonnenaufgang kommen will. Ja, um zu bestimmen, wann der Sonnenaufgang ist und beziehungsweise von wo die Sonne einfällt, da nutze ich immer die App Fotopilz. Da kann man sich ganz gut einen Überblick verschaffen, aus was für eine Richtung der Sonnenaufgang passiert und vor allem um welche Uhrzeit. Man muss halt immer aufpassen, dass man nicht den jetzigen Tag nimmt für den Sonnenaufgang, sondern den Tag auswählt, an dem man den Sonnenaufgang fotografieren will, denn je weiter was wir zum Sommer kommen, desto früher wird der Sonnenaufgang sein, weil nicht, dass man noch an den Tag dann herkommt und man ist zu spät dran. Deswegen im Fotobiz kann man sich die Location abspeichern. Das heißt, ich kann auch von zu Hause noch das Datum einstellen und schauen, wann ist der Sonnenaufgang, um noch zum richtigen Zeitpunkt dann hier zu sein. Ja. Ich denke, wir noch ein bisschen die Aussicht genießen, ausrosten und dann ja, werden wir wieder uns auf den Weg zurück machen. So, ja, ich habe wieder alles zusammengepackt und werden jetzt auf den Weg zurück machen. Ich glaube, ich habe eines vergessen zu erwähnen, und zwar, bevor ich überhaupt hier hergekommen bin, habe ich natürlich auf der Karte nach diesen Plätzen gesucht und geschaut, okay, wo sind die Berge und von wo aus könnte man einen schönen Ausblick auf den Ötscher haben. Und auch mein Bruder hat mir den Tipp gegeben, denn der war schon einmal da, und der hat mir verraten, dass da eigentlich eine ganz schöne Aussicht ist. Ja, ich bin jetzt wieder zurück zum Auto machen. Ich muss noch, ich habe nicht vergessen, noch die Zeit zu stoppen. Und ja, das war's dann für heute. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick, wie eine Fotoshooting, wenn man das so sagen will, plane oder meine Motive plane. Und ja, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bye.